Mein lieber Jörg Sauerland steht vor mir. Legende der SG Telgte. Ihr habt heute das Meisterstück vollbracht durch einen 2:0-Sieg über den SC Rothmar. Ja. Ja, ihr habt gerade gefeiert ohne Ende. Sag mal ein paar Worte. Ja, also ich bin total sprachlos. Nee, schön, dass ich das nochmal erleben darf. Vor allen Dingen die Jungs hier zu sehen. Also es tut richtig gut und ich denke, wir werden heute noch einen schönen Abend haben. Ja. Macht richtig Bock. Du bist ja, glaube ich, jetzt auch schon knapp über 30. Ich glaube 36, 37, ja, 38. Ja, man munkelt. Man munkelt das. Das genaue Alter weiß ich, glaube ich, selber jetzt nicht mehr. Aber ja. Nein, ist nochmal schön, dass ich das nochmal erleben darf mit den Jungs. Ja, klasse. Dass ihr Meister geworden seid, ist ja auch, darf ich mal so sagen, auch ein Kompliment für dich, an der super Saison auch von dir geschuldet. Du hast in der Abwehr super gearbeitet. Danke, danke. Heute habt ihr mit vielen jungen Leuten gespielt. Ist ja. Das die Vorbereitung auf die... Prost. Oh. Ja, zum Wohl. Oh, lecker. Oh. Wurde auch ein Schluck? Nein, danke. Ja. Ich bin im Dienst. ist das die Vorbereitung schon auf das Entscheidungsspiel oder wolltet ihr einfach den jungen Leuten auch dieses Erfolgserlebnis gönnen? Nein, ich denke, das ist einfach diese Mischung und der Trainer hat so aufgestellt und hatte ein gutes Gefühl und die Jungs brannten einfach. Ich glaube, du hättest heute eigentlich jeden spielen lassen können, aber ja, heute haben die Elf, die heute auf dem Platz waren, nächstes Mal kann es anders aussehen, ja. Also von daher, lass mal auf. Du hast mit der SG Telgte alle Höhen und Tiefen durchlebt, ich weiß, warst du damals sogar unter Töller noch mit? Ja. Hast du damals das Jahr Landesliga sogar noch mitgemacht? Ich habe alle 3 Jahre Landesliga sogar mitgespielt tatsächlich. Wahnsinn. Also ich bin in der Bezirksliga angefangen, dann Kreisliga A, dann Landesliga und ja. Dann kannst du uns jetzt auch sagen, bitte. Ich würde mich freuen, wenn wir in der Bezirksliga oder wenn ich wieder in der Bezirksliga aufhören darf. Okay? Dann kannst du uns auch mal sagen, letzte Frage noch, dann entlasse ich dich wieder. Danke. dann kannst du auch sicher sagen, wie wichtig das für den Verein auch ist, die Möglichkeit jetzt zu haben, in die Bezirksliga zurückzukehren, oder? Also ja, ich glaube, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber Telgte gehört einfach in der Bezirksliga, auch schon über die Jahre, wie es hier so ist, wie im Verein gearbeitet worden ist. Und ich denke, wenn wir es schaffen würden, das ist der SG Telgte gerecht. Hängst du noch näher dran, wenn du darfst? Tatsächlich, wenn ich es jetzt sagen darf, ja, ich werde nächstes Jahr noch die Jungs ein Jahr begleiten. Ja, stark. Ja, vielen Dank und hat Spaß gemacht heute. Ich danke auch. Ne?